Hallo, guten Morgen. Jörg von Kruse, hallo. Bernhard von Glasenapp hier bei I&M in Berlin. Die neu relaunchte, tolle I&M-Marke kommt demnächst in die Läden, und zwar im Oktober. Wir haben uns die Produkte angeguckt. Sehr klar kommen sie rüber. Die Begriffe fair, organic und vegan stehen im Mittelpunkt. Welche Idee und welche Firmenphilosophie steht denn hinter diesen drei Begriffen? Würde ich gerne erstmal den Bernhard ansprechen. Muss ich vielleicht ein ganz bisschen ausholen. Gerne. Wir beide kommen sehr aus der wirklich harten und ernsten Wirtschaftswelt. Wir waren früher Wirtschaftsanwälte und haben uns bewegt in einer Welt, wo es immer um Geld und Vorteile, Wettbewerb, unternehmerische Geheimnisse, wo es darum geht, dass sich der Stärkere und Bessere durchsetzt. Da haben wir uns bewegt und das ist unsere Vergangenheit. Jetzt seit 7 Jahren arbeiten wir als Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma I&M Naturkosmetik. Und das war eine große, große Entscheidung und Veränderung in unserem persönlichen Leben und Berufsleben, denn es war eine Entscheidung, sich zu beschäftigen oder sich zu bewegen in Richtung einer anderen Vorstellung von Wirtschaft. Also eine Idee zu entwickeln, das ist unser Bestreben und dafür schlägt unser Herz. Wie kann man Wirtschaft anders betreiben? Betreiben in einer Weise, dass man sich dafür nicht schämen muss, dass man keinen Müll hinterlässt, dass man sich fair verhält anderen gegenüber, dass alle eine Chance haben. Und so eine Idee zu entwickeln, anhand dieses schönen Unternehmens, dafür schlägt unser Herz. Und aus diesem Grunde haben wir für den Relaunch, für den Neuauftritt unserer Marke ab Oktober 2014 als obersten Unternehmenswert entwickelt, in langer Arbeit und in langen Überlegungen, den Begriff Fair. Fairness ist unser Leitmotiv, ist unser oberster Wert. Und Fairness wollen wir im Laufe der Zeit, also jetzt schon sehr weitgehend, aber im Laufe der Zeit noch immer weitgehend, dadurch alle Unternehmensbereiche durchdeklinieren. Das beginnt damit, dass wir eigene, größere, faire Projekte betreiben, wenn wir noch im Einzelnen dazu kommen, dass wir fremde, faire, ökologische Projekte unterstützen und dass wir im eigenen Unternehmen bemüht sind, faire Strukturen zu schaffen. Innen und außen. Diese Aufgabe haben wir uns gestellt und diese Aufgabe hat ganz klar und mit ganz klarer Priorität in unserem neuen Design Ausdruck gefunden. Fair Organic Vegan, ich halte mal eine Flasche hier so hin, da sieht man das. Das ist ein ganz puristisches Design, sehr schlicht und gehalten, aber fair als oberster Wert, vegan, vegan als ein traditioneller Wert, den wir uns schon lange verschrieben sehen, organic als eine Art selbstverständliche Basis unseres Unternehmens. Das sind die Kernwerte, mit denen wir arbeiten, und das ist sozusagen das Leitmotiv unseres Designs. Und zu dem Aspekt von fair, sozusagen, wie sie ja sich im Einzelnen darstellt, kannst du ja vielleicht ein bisschen was sagen. Ja, den Gedanken fair versuchen wir eben auf allen Ebenen des Unternehmens zu leben. Das sind eigentlich mehrere Bereiche. Der erste ist relativ klar als Bio-Unternehmen, dass wir alle Rohstoffe, die verfügbar sind, in Fairtrade zu beschaffen versuchen. Natürlich immer vorausgesetzt, sie müssen auch gleichzeitig natürlich biozertifiziert sein. Da sind wir inzwischen, haben wir 5 Projekte, von denen wir aus unterschiedlichen Ländern und Erdteilen Öle beziehen. Zum Beispiel Shea-Butter aus Uganda und Avocadoöl aus Kenia. Ihr besucht diese Projekte auch regelmäßig, habt ihr mir vorher verraten, ja? Ja, genau, wir besuchen auch die Projekte. Wir wollen nicht nur uns auf Zertifikate verlassen, wir wollen auch vor Ort sehen, wie wird dort
wirklich gearbeitet. Wir wollen auch gerne mehr tun, als nur die, was die Zertifikate sozusagen erzwingen, sondern wir wollen auch immer versuchen, auch mal zu schauen, wo können wir die Projekte noch besser unterstützen. Zum Beispiel übernehmen haben wir für unser Shianus-Projekt in Uganda haben wir einfach den Europavertrieb übernommen, obwohl das eigentlich nicht unsere Kernkompetenz ist, aber das ist genau das, was denen am meisten fehlte oder wo sie Unterstützung brauchten. Das ist also der eine Bereich, wo wir fair ganz stark leben, auf der Produktebene. Dann gibt es den sozialen Bereich, den splitten wir eigentlich auf in zwei Teile. Einmal haben wir ein eigenes Projekt, ein großes Projekt, das ist ein Frauenhaus, das erste Frauenhaus, was wir in Sambia in Afrika bauen, woraus auch noch mehr, hoffentlich auch noch viel mehr Häuser entstehen werden. Das ist jetzt das Pilotprojekt, was wir aufbauen dort. Und dann als zweite Schiene der sozialen Projekte sind kleine Projekte, die wir unterstützen. Kleine Projekte, die auch wie wir, wir sind ein kleines Unternehmen und wir wollen auch kleine Projekte unterstützen, die sich noch im Aufbau befinden, noch nicht so etabliert sind im ökosozialen Umfeld. Da haben wir jetzt, starten wir eine Aktion, indem wir diesen Projekten limitierte Sondereditionen spenden, die dann diese Projekte. Genau, ja, zeig das ruhig auch mal, wie das aussieht. Hier zum Beispiel ist eine limitierte Sonderedition, wo die Erlöse für unser Frauenhaus in Afrika gedacht sind. Das wird unsere Weihnachtsaktion sein. Und hier gibt es zum Beispiel zwei limitierte Editionen für verschiedene Yoga-Initiativen. Sehr interessant. Ja, vielleicht kannst du ja, Jörg, noch kurz was zu den beiden Yoga-Initiativen sagen. Ja, genau. Das eine ist, wie das aufgebaut ist, ist es so, also wir spenden den Projekten eine Sonderedition, die Projekte sprechen dann, entweder verkaufen sie die Flaschen selber oder sie arbeiten mit Partnern zusammen, zum Beispiel Yoga-Studios, die diese Projekte auch unterstützen, wo dann die Yoga-Studios das Produkt verkaufen. Das Besondere ist hieran, dass hier nicht nur ein Teil an die Projekte abgeführt wird, sondern der vollständige Erlös den Projekten zugute kommt. Das heißt, wir spenden das ganze Produkt und auch das Yoga-Studio, was den Weiterverkauf betreibt, auch spendet auch komplett seine Verkaufsleistung, sodass dann am Ende das Produkt kostet 10 Euro im Laden, dann wirklich die 10 Euro dem Projekt zugute kommen. Am Ende werden für jedes dieser Projekte ungefähr 10.000 Euro zustande kommen, was für diese Projekte sehr viel ist, können die sehr viel mitmachen. Da steckt ja auch noch ein ganz besonderes Projekt tatsächlich dahinter, das vielleicht noch die wenigsten kennen, Yumik. Ja, Yumik ist ein noch relativ junges, aber sehr, sehr engagiertes Projekt. Yumik steht für Yoga und Meditation im Gefängnis. Der Begründer Dieter Gurkasch war selbst 25 Jahre im Gefängnis, ist dort zum Yogi geworden und hat sein Leben vollständig verändert. Und als er rausgekommen ist aus dem Gefängnis, hat er gesagt, er will diese Yoga-Idee will er in die Gefängnisse tragen, weil er gemerkt hat, dass das eine sehr positive Energie ist, die vielen da sehr helfen könnte. Mhm. Und das ist also eine Organisation, die mit vielen, also ehrenamtlich mit Yoga-Lehrern aus ganz Deutschland inzwischen inzwischen 28 Gefängnisse, werden jede Woche mehr tätig sind. Genau, und das unterstützen wir mit diesem Projekt. Und, ja. Fair ist ja auch ein Stück weit ein politisches Statement, ja, weil es so weitgehend, so umgreifend ist.
Und ihr habt vorhin betont, dass ihr dazu auch steht, dass ihr so eine politische Firma seid sozusagen. Vielleicht die politischste Naturkosmetikfirma hier in Deutschland. Vielleicht können wir da auf den Punkt noch ein bisschen gehen. Also im Sinne von, ihr seid unabhängig, ihr seid beweglich, ihr habt ein politisches Statement abzugeben. Magst du da noch was zu sagen, Bernd? Ja, wir glauben eben ganz stark an die Kraft der Idee. Und wir glauben daran, wenn wir Strukturen aufbauen, zu denen wir stehen können, weil wir sie fair finden, dass das eine unheimliche Kraft nach außen hat, dass es Nachahmung finden wird, dass es Käufer finden wird, dass im Grunde das politische Bekenntnis sozusagen oder die Idee, politischer Unternehmer zu sein, in dem Sinne, dass man sich ethisch ausrichtet und zu diesen ethischen Werten steht und diese ethischen Werte ins Unternehmen trägt, dass sich das kommuniziert über das Produkt und letztlich auch unternehmerischen Erfolg auf einem ganz anderen Weg bringt. Ja. Nachahmung hat ja auch die Idee, die, glaube ich, auch schon fast von den Ursprüngen da ist, das Vegane in der Naturkosmetik, das tragt ihr ja auch weiter als Kontinuität und nicht als Modetrend. Es ist für euch, gehört einfach dazu. Genau, vegan waren wir sicherlich der Vorreiter in der Biokosmetik. Wir waren die erste Marke, die zu 100% vegane Produkte hatte. Frau Stamm hat schon vegane Produkte produziert, als der Begriff im Grunde noch kaum richtig etabliert war. Inzwischen haben viele andere Unternehmen sind da auch eingeschwenkt, manche sogar ganz, viele haben größere Sortimentteile umgestellt. Uns freut das. Also uns freut es, wenn diese Ideen sich weitertragen. So sehen wir uns auch als Unternehmen, eben Ideen in den Markt hinein zu kommunizieren. Und wenn sie auf Resonanz treffen, dann freut uns das. Wir sehen das sondern nicht die Konkurrenz da als etwas, was uns was wegnimmt, sondern sondern sozusagen diese Idee, die wir ja auch in den Markt gebracht haben, zusätzlich weiterträgt und verstärkt. Und es gibt genügend gute Ideen, die man neu in den Markt hineinbringen kann. Das ist unser Glaube. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist eben auch sozusagen die politische Wurzel, die wir durch die Erbschaft oder durch die Hinterlassenschaft von Frau Stamm haben, ist im Grunde sich für Freiheit und Autonomie von Frauen einzusetzen, nicht nur in Deutschland. Also das Frauenhaus, was wir in Afrika bauen oder gebaut haben und was jetzt gerade in Betrieb genommen wird, ist ein Beispiel dafür, auch an einem anderen Ort, wo auf einem ganz anderen Niveau sozusagen Frauenrechte noch eingeschränkt sind. Aber auch hier wollen wir das Leben sozusagen. E&M ist seit jeher einem sehr autonomen und selbstbestimmten Frauen-Selbstbild oder Frauenbild verschrieben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Da gibt es dieses bekannte Zitat von Frau Stamm: Probier einfach aus und guck, was gut für dich ist. Ja, das ist sozusagen das ist ein ganz wichtiges Anliegen von uns und von E&M, dass nicht nur Frauen, sondern alle Menschen, auch Männer, sagen, immer autonomer für sich Entscheidungen fällen, freier werden von Marketingversprechungen, sondern wirklich selbst ausprobieren, selbst gucken. Und dann glauben wir, sozusagen, wenn dafür Mut besteht, dass dann die guten Ideen mit unglaublicher Kraft sich durchsetzen und dass das ganze Wirtschaften, das ganze Unternehmertum anfängt, richtig Spaß zu machen. Ja, weil man belohnt wird. Man arbeitet an guten Ideen und man gibt sie in die Welt und kriegt Schönes zurück. Es gibt keine Geheimnisse, wo man die Karten zuhalten muss, sondern man freut sich über Nachahmung, weil man freut sich, wenn, das war zum Beispiel eine große Freude für uns mit dem Veganen. Wir haben sehr eingesetzt für die Idee der veganen Kosmetik und sehen jetzt, wie große Kreise das zieht und das macht einfach enorm Spaß. Wenn man das mit seinem beruflichen Wirken irgendwie hinkriegt, dass man einer schönen Idee Flügel verleihen kann. Und dafür schlägt unser Herz und dafür setzen wir uns ein. Und
Und dieser Geist sozusagen, den findet man und hoffentlich sieht man es auch in den schönen neuen I&M-Produkten. Und wir haben das ganz stark ästhetisch verdichtet. Wir wollen einen Mehrwert schaffen, einen politischen, einen gesellschaftlichen, einen sinnlichen, ästhetischen Mehrwert. Das haben wir alles zusammengefasst und ausgedrückt in einem leuchtenden und magischen Plus, was sich im Zentrum unserer Produkte, ich halte es mal ganz nah, dass man es sieht, das steht ganz doll im Zentrum von I&M, der Mehrwert, um den wir uns bemühen und den wir gerne weitergeben und wo wir hoffen, dass er seine Kraft entfalten kann. Tja, dann bleibt mir nicht mehr übrig, als viel Glück zu wünschen und einen guten Start für die Produkte und für die Ideen und für die sozialen Projekte, dass alles gut klappt. Und ja, wir sind gespannt, verfolgen das weiter. Dankeschön. Besten Dank. Ja.